It's been so long since I got so close to someone. I know this ain't love, but let me stay a while. And pull me closer tonight, keep holding my hand. I know this ain't love, but let me stay the night. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin gerade bei Chris zu Hause und es ist Freitag, also ich habe heute frei, deswegen konnte ich auch hier schlafen. Und wir frühstücken gleich erstmal und heute wollen wir zu Ikea fahren und so schon mal gucken, was wir so für die Wohnung brauchen. Also so die letzten Sachen, ein paar Sachen haben wir schon. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel kaufen, weil wir ja eh nicht so viel Platz in der Wohnung haben. Und meine Stimme ist irgendwie auch nicht mehr so ganz am Start, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall voll, weil ich mag es voll, so bei Ikea einfach nur so rumzugucken. Eigentlich wollten wir erst da frühstücken, aber wir haben gesehen, dass es halt nur... Hört ihr das? Er spielt gerade Klavier, glaube ich. naja. Auf jeden Fall haben wir dann gesehen, dass das Frühstück da irgendwie nur bis 11 Uhr geht und wir müssen halt erst noch kurz in die Stadt und meinen Personalausweis abholen. Endlich habe ich die E-Mail bekommen, dass ich ihn abholen kann. Wow. Ich muss den ja ein zweites Mal beantragen. Und deswegen hätten wir es bis 11 Uhr gar nicht geschafft. Und deswegen frühstücken wir jetzt hier zu Hause und fahren dann ganz entspannt erst in die Stadt und dann zu Ikea. Und ja, ich freue mich. Es wird hoffentlich ein cooler Tag. Und ich nehme euch mit. Brötchen und da ist auch ein Kanelbrötchen drin. Das schmeckt am besten mit Nutella. Best. Best food in my life. Und das mit Nutella schmeckt einfach nur so lecker. Das ist ein Kanelbrötchen. Heaven. So, wir sind jetzt gerade noch im Burger Service Center. Ich muss jetzt oben in die gelbe Etage, war das, glaube ich. Und meinen Pass, mein Perso endlich abholen. Ich freue mich. Ich habe so lange auf den gewartet und ich hoffe, das Bild ist gut. Also ich kenne das Bild ja, aber ich hoffe, das sieht alles gut aus. Und ja. Wir sitzen jetzt gerade an der Haltestelle. Warum guckst du so komisch? Das kommt auf jeden Fall mit rein. Und warten auf unsere Bahn und da müssen wir noch mit dem Bus fahren. Ja, mit dem Auto geht es auf jeden Fall viel schneller. Dann ist man innerhalb von 20 Minuten bei Ikea. Aber jetzt brauchen wir eine Stunde und 10 Minuten. Ja, bin angekommen nach einer langen Reise irgendwie. Und jetzt schauen wir erstmal, was es da so gibt. Ich bin sehr gespannt. Chris hat ein schönes Sofa für sich gefunden, aber ich finde weiß nicht so cool. Du doch auch nicht, oder? Weiß es. Wir sind aber eh gerade erst beim Smallland angekommen. Hat es überhaupt offen? Nee. Ich würde dich da gerne abgeben. Oh, kennst du noch diese Tannen? Sind die nicht irgendwo so Tannen? Oh mein Gott, das sind so Kindheitserinnerungen. Ich, meine Cousine, die guckt vielleicht guckt sie dieses Video auch gerade. Dann Grüße an dich. Und meine Schwester, wir waren sehr oft hier drin, aber halt nicht in diesem Ikea, sondern immer, wenn wir mit Oma und Opa oder so unterwegs waren. Und es war echt cool. Diesen Schuh, den kenne ich auch noch. Und da hat man früher mal Fernsehen geguckt, wow. Aber das Regal ist komisch, ist voll instabil oder so. Das wackelt schon, wenn man so anfasst. Die Gläser sind aber echt ganz cool. Wir sind noch nicht mal richtig angekommen. Und schon fascinated. Der Stuhl ist aber irgendwie komisch. Naja, komm, lass mal hochgehen. Weil, ja, genau. Oh, ich bin jetzt schon fertig. Was steht hier? Lass uns den Rundgang starten. Ich liebe das hier einfach nur so durchzulaufen und so Inspirationen zu sammeln. Als Dankeschön an dich. Oh, hübsch, hübsch, hübsch. Oh, ich finde, das ist so richtig Standard, aber es sieht einfach schön aus. Diese Küche ist auch mega. Und es sieht auch voll cool aus mit diesen weißen, diesem Trenddings.
Und das Wohnzimmer ist auch mega schön. Oh mein Gott, I'm in love. Wo ist Chris hin? So einen Wagen hat meine Schwester. Die sind aber voll praktisch auch fürs Bad oder so. Und hier noch so eine Schrankwand. Wow. Das hier nochmal relativ ähnlich. Finde ich auch voll schön. Und diese Treppe. Das ist, glaube ich, dieselbe Küche, nur in weiß. Ich finde den Sessel hier voll schön. Da ist auch das passende Sofa dazu. Und der ist reduziert. Aber, also, wir können jetzt eh nichts kaufen. Wir sind hier nur zum Gucken, aber trotzdem. Chris ist genervt von mir und läuft jetzt vor mir weg. Das ist immer so. Das ist richtig typisch. Er läuft dann immer weg. Schau mal, ich mag ja generell die Hemmnis-Reihe mega. Das ist so eine TV-Bank aus der Reihe. Und die gibt es auch mit so einem Holz oben drauf. Das finde ich mega, mega schön. Also so, das ist neu und das ist das alte. Ich finde, das sieht irgendwie voll schön aus. So richtig wohnlich. Hey now. Hey now. Chris hat seinen Schminktisch gefunden. Er meinte, er findet den toll. Ne? Aber es ist halt echt cool, auch mit diesen Lichtern. Wow. Aber mir wäre das viel zu viel Platz. Traum von einem Schlafzimmer. Ich finde das Bett richtig schön, Chris aber nicht. Aber der Schrank ist halt richtig groß. Also erstmal so machen, dass so jeder hier an so einem Computer seinen Kleiderschrank zusammenstellt. Und dann gucken wir hier nochmal, weil wir haben halt echt unterschiedliche Ansichten. Und eigentlich brauchen wir auch zwei. Sieht jetzt mal ein fertiger Kleiderschrank aus. Irgendwie habe ich, also da unten muss eigentlich noch eine Schublade rein, wie man sehen kann, aber es passt nicht. Und irgendwie fehlen mir doch Fächer. Aber so ist es eigentlich richtig gut. Ausgedruckt. Und hier so sieht er von innen aus und so von außen. Das ist voll praktisch. Das kann man richtig gut hier machen. Klassisch, entweder ein Hotdog oder Köttbullar. Chris hatte nämlich schon ein bisschen Hunger. Eigentlich wollten wir gleich noch zu Vapiano in der Stadt. Ja, machen wir auch. Aber egal. Kleiner Snack. Klein in Anführungszeichen. Eigentlich wollten wir eine kleine Portion, aber trotzdem haben die irgendwie die große gegeben. Und ich esse ein bisschen davon mit. Guten Appetit. So, bei Ikea sind wir jetzt raus und wir haben nichts gekauft, aber wir haben Inspiration gesammelt und wir wissen, was wir brauchen. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Und jetzt gehen wir noch schnell, bis der Bus kommt. Das dauert noch ungefähr 20 Minuten oder so. Zum dänischen Bettenlager. Das ist nämlich schräg gegenüber. Und dann gehen wir gleich noch was essen. Und ja. So, und jetzt geht's noch zu Vapiano. Ich freue mich. Heute gibt es da nämlich ein Eistee. Also das ist der letzte Tag, wo es diese Aktion gibt mit dem Eistee gratis. Oder man kriegt auch ein Eis. Wir sind jetzt gerade bei Vapiano und wir haben schon angefangen zu essen. Sehr viel eigentlich auch schon. Wir haben dasselbe immer Carbonara. Ich habe diesmal aber Fusilli. Heute ist ja der 31. Das heißt, das letzte Mal die Aktion, dass man so ein Eistee gratis dazu bekommt. Das mussten wir ausnutzen. Wir sind gerade auch bei Zara. Da hinten seht ihr mich. Voll lustig. Und Chris ist auch. Und mein Kameraakku ist leider alle. Sad story. Jetzt fahren wir runter. Oh mein Gott, wie fett diese Schuhe aussehen. Bigfoot. Bigfoot. Ja, ich hatte irgendwie gerade einen kleinen Breakdown, aber ich glaube, das ist normal und passiert einfach manchmal. Ich muss ja auch nicht sagen, warum. Ist jetzt einfach so und ja, ich bin wieder zu Hause. Heute war das ja ein etwas längerer Tagesausflug. Also wir sind um kurz vor 10 losgefahren, dann waren wir beim Bürger Service Center, haben mein Perso abgeholt. Dann sind wir weiter zu Ikea gefahren, dann sind wir wieder in die Stadt gefahren, haben was gegessen und waren noch bei H&M und Zara und so. Und dann bin ich halt nach Hause gefahren und Chris ist in der Stadt geblieben, weil er sich noch mit seiner Mama trifft und so. Und ich habe gerade schon eine Kiwi gegessen, weil ich Kiwi liebe. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich so leicht eine Erkältung bekomme oder so. Also das Ding ist, ich habe schon seit Montag oder so Halsschmerzen morgens immer wieder gehabt. Ist dann aber im Laufe des Tages so ein bisschen besser geworden, wenn ich dann was gegessen habe. Aber heute musste ich mir auch schon total oft irgendwie die Nase putzen und das ist kein gutes Zeichen. Nein, nein. Und ja, bei Ikea haben wir so ein paar Sachen uns ausgesucht, die wir noch brauchen. Wir glauben aber, dass wir die wahrscheinlich eher in Köln kaufen. Das macht halt viel mehr Sinn, als die jetzt hier schon in Bremen zu kaufen.
Und ja, es ist jetzt 18.23 Uhr und ich mache heute auch gar nicht mehr so viel. Also ich esse vielleicht noch was Kleines, aber sonst auch nichts. Und heute ist Chris und mir so richtig bewusst geworden, dass wir einfach nicht mal mehr einen Monat Zeit haben und dann wohnen wir schon in Köln. Also dann sind wir ja schon umgezogen und das ist irgendwie alles so richtig krass. Die Zeit vergeht so schnell und wir müssen jetzt langsam echt mal anfangen zu packen und uns einen Plan zu machen. Aber das schaffen wir schon. Ja, und ich schminke mich jetzt erstmal ab. Da benutze ich erstmal diese Produkte hier. Erst das und den. Und eine Zeit lang habe ich dann ja immer das Waschgel hier benutzt, das Garnier Skin Active. Aber mittlerweile will ich das nicht mehr benutzen, weil ich so leicht zur Naturkosmetik umsteigen will. Deswegen benutze ich ja als Reinigung immer diesen Reinigungsschaum von Weleda. Und ganz zum Schluss kommt dann dieses Micellenwasser. Und ich will halt diese Sachen hier noch leer kriegen und dann auf jeden Fall irgendwie mir eine Alternative suchen. Ja, und ich beende den Vlog dann jetzt mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch mal wieder so durch meinen Tag mitgenommen habe. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag bzw. Abend. Und ja, bis dann. Tschüss.